Der Toaster hat den Geist aufgegeben und mit Blick auf die Rechnung stellt man fest, die Garantie ist gerade erst abgelaufen. Aufwand und Kosten für eine Reparatur animieren meistens zum Wegwerfen und Neukaufen. Diese Mentalität wird seit einiger Zeit mit öffentlichen Reparaturinitiativen bekämpft. Immer populärer werden die sogenannten Repair-Cafés. Das Konzept des Repair-Cafés geht davon aus, dass wir zu viele Dinge zu schnell wegschmeißen. Das Repair-Café bringt Leute zusammen, die auf der einen Seite einfache Reparaturarbeiten erledigen können und auf der anderen Seite defekte Geräte haben, die man noch retten kann. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich. Über die Schulter schauen ist dabei ausdrücklich erwünscht. Vielleicht kann der nächste kaputte Toaster selbst repariert werden. Die Leute kommen mit ihren Objekten, können die aber nicht abstellen und kommen dann nochmal zurück, wenn das repariert ist. Sie sollten so viel wie möglich daran teilnehmen. Was nicht möglich ist, zuschauen, sodass, wenn sowas nochmal zu Hause passiert, dass man das vielleicht selber machen kann. Dabei gibt es auch im Repair-Café Grenzen. Ein defekter PKW wird hier nicht repariert. Hier wird eher mit kleineren Objekten gearbeitet. Haushaltsgeräte, Toaster, Kaffeemaschinen, aber auch Fahrräder zum Beispiel. Eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, das ist dann nicht in unserem Bereich. Der Sozialbetrieb Trois-R in Lonzen sammelt und restauriert Wohn- und Haushaltsgegenstände, die dann zum kleinen Preis angeboten werden. Das nächste Repair-Café findet hier am 10. Mai statt. Dann lädt auf der Rue Mitoyenne nicht nur Trois-R, sondern auch der anliegende Sozialbetrieb Caractère ein. Denn was für Elektrogeräte, Möbel und Fahrräder gilt, gilt auch für Kleider und Textilien. Vielleicht wird aus einer alten Hose dann eine neue modische Tasche. Eine Erfolgsgarantie gibt es aber nicht. Nein, die können wir leider nicht geben. Wenn wir es nicht schaffen zu reparieren, dann muss die Person auch vielleicht wieder mit ihrem Gerät nach Hause gehen. Bei der Veranstaltung am 10. Mai hängt natürlich alles von den Fähigkeiten der ehrenamtlichen Helfer ab. Weitere technisch versierte Hobbybastler sind willkommen. Damit Kleider einen zweiten Frühling erleben oder Geräte wieder zum Leben erweckt werden.